Hi, mein Name ist Tino, ich bin Redakteur bei Moviepilot. Heute erzähle ich euch, warum ich mich auf Devil's Knot freue. Devil's Knot ist ein Gerichtsthriller, ein Gerichtsdrama, von Atom Egoyan. Es spielt in Memphis, sprich in den Südstaaten der USA, und handelt davon, wie drei Teenager unschuldig angeklagt wurden. Des Mordes an, ich glaube auch drei Jungen, furchtbar grausamen Mordes an drei kleinen Jungen. So weit, so generisch möchte man sagen, aber es ist eine wirklich faszinierende, wahre Geschichte, die auch noch sehr aktuell ist. Also gerade gibt es, ist in den USA der Film West of Memphis, der Dokumentarfilm, veröffentlicht worden, produziert von Peter Jackson, wo es genau um diese drei Jugendlichen, man nennt sie die West Memphis Three, geht, die inzwischen auf freiem Fuß sind. Aber The Devil's Knot wird sich mit einem früheren Stadium dieses Falls befassen, nämlich da, wo sie, ich denke, darauf deutet zumindest der Titel hin, auf die Phase des Falls, wo sie gerade angeklagt wurden. Und das ist ganz interessant, denn es gab, bis auf eine erzwungenes Geständnis von einem mental schwachen Jugendlichen, der dann auch verurteilt wurde, Jesse Miss Kelly war das, glaube ich, der Name, gab es keine Beweise. Also ein Geständnis ist natürlich ein starker Beweis, aber wie gesagt, das Geständnis war äußerst problematisch. Abgesehen davon, dass eben diesen drei Jugendlichen unterstellt wurde, dass sie Satanisten wären. Auf jeden Fall war keiner der drei war Satanist. Aber sie haben eben Metal-Musik gehört, sie haben sich etwas merkwürdig angezogen. Und das hat tatsächlich gereicht, um in dieser aufgehitzten Atmosphäre dafür zu sorgen, dass sie verurteilt wurden. Warum man sich auf den Film freuen soll. Wie gesagt, diese faszinierende, wahre Geschichte und die Tatsache, dass der Film hervorragend gecastet ist. Wir haben Colin Farrell in der Hauptrolle. Ist schwer zu sagen, auf welche der Charaktere sich der Film konzentrieren wird. Colin Farrell spielt einen Privatermittler, der engagiert wird von einem der Angeklagten. Reese Witherspoon spielt auch mit einer kleinen Rolle. Alessandro Nivola und noch einige andere, also eine ganz gute Besetzung. Aber der Hauptgrund, warum man sich auf den Film freuen sollte, gerade im Zusammenhang mit der Thematik, ist der Regisseur Atom Egoyan. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er ist einer der besten oder der bekanntesten kanadischen Regisseure. Was auch nicht so viel sagt vielleicht. Entschuldigung, Kanada. Aber Atom Egoyan ist ein wirklich toller Regisseur. Glaube ich, den Höhepunkt seiner Karriere hat er gehabt mit Das süße Jenseits von 1997. Wo es um ein ganz ähnliches Thema ging, nämlich um eine Kleinstadt, die von einem Unglück tief getroffen wurde und dann dieses Unglück bohrt sich tief in all das, was ein bisschen begraben ist unter der Alltäglichkeit eben der Kleinstadt. Und Devil's Knot geht ein bisschen in die Richtung auch. Also wenn ihr euch das süße Jenseits anguckt, es hat eine ganz komische, märchenhafte Atmosphäre. Und ich denke, dass Devil's Knot auch in die Richtung gehen wird. Also atmosphärisch sehr stark sein wird. Ich denke einfach, es wird ein sehr guter Film. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.